Ich habe letztens seit Jahren mal wieder Solo A Star Wars Story geguckt. Und auch wenn ich den Film immer ganz gut fand, war ich hier echt positiv überrascht, wie gut der Film mich jetzt doch unterhalten hat. Können wir mal kurz einen Moment nehmen und nochmal anerkennen, wie wunderbar weird der Film einfach an manchen Stellen war? Ihr wisst vermutlich, dass ich gerade diese komischen Sachen in Star Wars liebe. Sowas in Richtung Cantina-Szene, Jabba's Palast oder auch die Podrennfahrer in Episode 1. Und genau dieses Feeling hat Solo an vielen Stellen in dem Film, was wir in anderen neueren Star Wars Werken nicht so haben. Einfach dieses Gehirnwesen auf Wars' Yacht in der Flüssigkeit, was singt, die kopflosen Sklaven, die Getränke servieren, die komischen Aliens beim Sabacc-Spiel, die Droidenkämpfe, ein Droidenaufstand auf Kessel. Mal ganz abgesehen von den vielen ziemlich coolen Actionsequenzen und Easter Eggs, die der Film hatte. Mir ist beim Schauen des Films definitiv einiges Interessantes aufgefallen, erwartet also die nächsten Tage und Wochen das ein oder andere Video über Solo A Star Wars Story. Wie fandet ihr den Film eigentlich? Für weitere kurze Star Wars Videos wie dieses, guckt hier in das Video in der Endcard rein.